Ja, hallo und willkommen zurück. Oh, fuck. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in der Minecraft-Stadt Staffel 2, Folge 4. Wollte gerade schon Staffel 3 sagen, aber Staffel 3 gibt es ja noch gar nicht. Naja, genau. Diese Folge wollte ich euch nochmal alles zeigen für die Leute, die jetzt noch nicht die vorherigen Videos gesehen haben. Nicht so schlimm, ihr könnt dieses Video schauen. Hier zeige ich wirklich nochmal alles. Alles, was neu ist, alles, was wir gefixt haben, ja, alles. Genau. Das heißt, lehnt euch zurück, genießt die Show und dann fangen wir mal direkt an mit der ersten neuen Sache. Und zwar diesem Raum hier. Wie ihr wisst, der alte Raum war sehr düster und ja, hatte so ein paar Schilder. Hier haben wir es jetzt so, dass, nun ja, ein bisschen heller, bisschen größer, geräumiger und neue Ansagen. Also erstmal, was passiert, wenn wir hier drüber gehen? Kriege das im Chat die Frage: Bist du THC? Nein, bin ich eigentlich nicht. Und es gibt auch noch ja. Ja, drückt wirklich bitte nur den Joker. Da wird einfach hier alles geklärt mit grünem Teppich und so weiter, dass er einfach durchgehen kann, weil er kennt ja die ganzen Einstellungen, die er machen muss. Genau. Dann drücke ich mal auf Nein. Guten Tag. Wir, das Minecraft-Stadtteam, sind erfreut, dich in unserer Welt begrüßen zu dürfen. Hoffentlich hast du den ersten Teil der Map angeschaut. Ansonsten ist es nicht so schlimm, da nur der Spawn und die Quelle des ein wenig umgestaltet wurden. Ich würde dich bitten, den Pfeilen auf dem Boden zu folgen, um schrittweise weitere Anweisungen zu erhalten. Genau. Hier, wenn wir jetzt auf Einstellungen gehen, dann werde ich sagen, ja, bitte Sounds und sowas, das braucht ihr nicht anhören, denn für euch unwichtig. Deswegen werde ich mich jetzt auch kurz hier durchschmuggeln. Oh, warum habe ich den Schneeball im Inventar? Gut, dann gehen wir mal zum Buch. Hier in dieser Station erhältst du ein Schnellreisebuch mit allen Orten, die du dir anschauen kannst. Oh, stopp, nein, bitte jetzt noch nicht drücken. Erst wenn du an der Steingatter Straße bist. Genau. Ihr habt vielleicht schon gesehen, es gibt hier Polizei, Bank, Hotel, Kraftwerk und Kirche. Kraftwerk noch nicht vorhanden, Hotel noch nicht vorhanden. Polizei, Bank und Kirche, ja, sind vorhanden. Die Kirche ist nur noch mal, damit Jokov da mal den Brickwall endlich mal fährt. Ja, gut, dann gehen wir mal hier auf die Pressure Plate. Ein paar letzte Infos gibt es noch. Es können Rickwards vorkommen. Schau dich also bitte gut um. Genieße die Atmosphäre. Versuche die Technik nicht zu überlasten und bitte auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen, den roten Knopf im Kraftwerk drücken. Vielen Dank. Jetzt darfst du durch das Portal gehen. Ja, würde ich sagen, gehen wir durch das Portal und ihr werdet sehen, was passiert. Minecraft-Stadt Version 2. Hey! Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es sind, also die Brückenanimation wurde ein bisschen auf die Musik angepasst. Sorry für den Ruckler jetzt dazwischen drin. Das kommt dann einfach, ja, entweder von meinem PC oder vom Server, wer weiß. Und ihr habt gesehen, es fliegen neue Blöcke. Das ist einfach, finde ich, muss da rein. 1.17, neues Update, also müssen wir auch ein bisschen was einbauen. Dann, wenn wir hier reinkommen, der neue Spawn. Der Aufenthaltsbereich hat sich hier nur bei der Karte ein bisschen erweitert. Ihr seht, hier ist nicht mehr Work in Progress, sondern wir haben hier eine sehr lange Straße. Da oben war eigentlich mal das ehemalige Berghotel, was da angefangen sein sollte. Das werden wir zur Geisterbahn umdeklarieren. Und das, stattdessen wird hier unten dann das Berghotel reinkommen. Genau, dann seht ihr hier drüben die Wand der Verewigung. Ist der Joker habt jetzt hier zugekommen. Da ist dann hier seine Vorstellung. Und ja, hier drüben sind nun die neuen Credits. Die werden wir uns aber zuletzt anschauen, denn es sind Credits, die schaut man sich immer zuletzt an. Gut, wenn man hier runter geht, dann habt ihr natürlich wieder die schöne Musik dabei. Und hier unten hat sich nicht wirklich viel verändert, außer diese Druckplatte hier. Wenn drauf geht, seht ihr ein paar schöne Partikel, um diesen ja, Mini-Wasserfall einfach ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Gut. Dann gehen wir mal weiter.
hier drüben, also äußerlich hat sich hier noch nicht viel geändert. Außer da drüben, das lädt jetzt aber gerade nicht. Gut für euch. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zur Polizei. Und da seht ihr schon etwas Neues. Sind wir gerade am Bauen, ist noch sehr secret. Ich kann euch aber so, schon mal so viel verraten. Es wird eine Schule. Genau, da oben ist eine funktionierende Uhr. Also sprich, ich kann mal ganz kurz für euch Time Sets 0 machen. Achso, die funktioniert nur, wenn man im Bereich ist. Uff. Egal. Genau, die Police Box. Ein Projekt, worauf ich wirklich sehr stolz bin. Als der Jock diese Police Box entdeckt hat, war da drin nur ein Observer mit dem Knopf, der einen zu der Telefonzelle da hinten teleportiert hat. Das sieht man so durchblitzen. Ganz leicht in Gelb und Blau. Ja. Würde ich sagen, wir gehen erstmal rein. Genau. Man kann sich einfach jetzt hier reinstellen und es passiert etwas. Wie ihr seht. Und zwar ist die richtige TARDIS nachgebaut worden. Also keine originale, mein Gott, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Sondern eine eigene, aber es funktioniert genau wie die echte TARDIS. Und zwar ist es von innen größer als von außen. Wir brauchen nicht. So, das Werdelicht. Ihr merkt schon, wow, atmosphärisch arbeiten wir hier mit schönen Tönen. Und ja, genau. Man kann hier oben noch hochgehen und hier ein bisschen rumlaufen. Und ja. Gucken wir aber erstmal auf das Panel hier. Wir haben einmal Time Manipulation. Ihr seht, hier ist unsere normale Zeit. Ich kann mal ein bisschen vorspulen. Jetzt haben wir es nämlich schon wieder abends. Das können wir hier draußen an der Cam beobachten. Da seht ihr, es ist ja, schon wieder fast Nacht draußen. Genau, dann gibt es hier noch Light, das haben wir gerade angemacht. Dann ein Fragezeichen. Schlecht. Der hat uns beleidigt. Schlecht, 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 schlecht. Genau. Ja, noch sein gutes, alles schlecht. Dann haben wir noch einen Lifeform-Detektor. So seht ihr nichts, so seht ihr was. Ich leuchte. Und so wie alle Entities und Spieler auch später. Können wir draußen beobachten. Kann man nämlich auch per Fernbedienung hier steuern. Also wie ihr seht, warte, kann ich euch mal kurz zeigen. Ihr seht da den Hebel links da. Wenn ich jetzt die Entity Markov anmache, klack, legt er sich auch um. Und andersrum. Genau, dann haben wir noch die Kamera, habe ich gerade gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir die Handbrake um und lasst uns wie mit der echten TARDIS losfliegen. Oh, wunderschön. So, und da gibt es auch was Geiles. Und zwar habe ich mir so gedacht, hey, Dr. Who fliegt ja durch Zeit und Raum. Wieso? Warum will ich einfach den Vortex nach? Es war jetzt nicht der richtige Vortex. Also es gibt viele verschiedene, klar. Ah, ich habe meinen eigenen erstellt und so sieht er aus. Sehr laut. Mit Soundeffekten. Und wie ihr seht, Ring, bisschen Regenbogenglas. Oh, da wir im Vortex sind, das ist wobbelt und wild und keine Ahnung was alles. Ja, sehr schön anzuschauen, finde ich. Auch das Detail, dass ich hier die TARDIS jetzt drehen lasse, wie ihr seht, also die Police Box dreht sich wie die echte TARDIS. Und ja, man könnte jetzt auch meckern, ja, man sieht den Armstand da unten, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. So viel zum Vortex. Wir sagen, landen wir mal wieder. Beim Landen haben wir auch nochmal diesen Wobble-Effekt. Das ist, weil man ja so ein bisschen durch Raum und Zeit gereist ist, kann man schon mal ein bisschen schwindelig werden. Aber eigentlich ist dieser Effekt da, weil man nämlich gleich stehen bleibt und dieses ruckartige Stehen haben, wie in der echten TARDIS. Dieses, ja, weiß nicht, wie man das nennt. Und ihr seht, wenn wir stehen geblieben sind, Lichter sind wieder an. Und der Drehkreis wird sich unten auf zu drehen. Ja, das jetzt soll mal ein Mikro werden. Das will ich auch noch mit Funktion machen. Sprich, hier wird dann so ein Secret-Dialog drin sein. Eigentlich ganz cool. Dann gehen wir mal wieder raus. Und dann können wir uns mal die Tasse von außen anschauen, wie sie wegfliegt. Das sieht man nämlich auch von außen.
bisschen schon mit vier Partikeln arbeitet und das richtige Blinken der TARDIS. Klar ist es nicht so smooth wie in der echten Serie, aber ich habe es versucht. Es sind eigentlich nur Structure-Blöcke, die immer hingeplaced werden und dann habe ich einmal eingespeichert, wie es nur Luft ist und dann wird wieder Luft platziert. Wieder die TARDIS, Luft und so weiter. Andersrum, das gleiche Spielchen. Mit dem Sound wieder ein bisschen rumgetrickst. Wir haben ein bisschen warten mit dem Scoreboard, denn wenn es einen bestimmten Wert erreicht, taucht die TARDIS hier erst wieder auf. Da ist sie wieder. Und ihr seht, es kommt auch eine Lichtquelle, wie bei der echten TARDIS. Da könnt ihr jetzt keine Lampe drauf bauen, aber zumindest das Licht. Genau. Dann kann ich mal kurz auch den Entity Marker zeigen. Vorne, jetzt sehen wir da ein paar Axolotls. Da vorne ist ein Schwen. Wo Simi ist, ich habe keinen Plan. Naja. Gut, machen wir den. Ah, der ist ja schon an. Machen wir mal wieder aus. Dann würde ich direkt mal übergehen zum neuen Secret-Projekt, und zwar der Schule. Ist noch nicht wirklich viel drin. Wir planen auch noch ziemlich viel. Aber es funktioniert schon ein bisschen was. Könnt ihr mal ganz kurz anschauen. Ich hoffe, das jetzt funktioniert, sobald ich in die Nähe komme. Ja, funktioniert. Hoppala. Und zwar seht ihr jetzt da oben diese Uhr. Ganz kurz hier ein Creative. Hier eine schöne Uhr. Die bewegt sich auch. Und sobald ich jetzt... Jetzt machen wir mal Day. Ja, machen wir Day. Zack, seht ihr? Dann geht sie nach hier unten. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, wie sie sich auch so ganz leicht bewegt. Genau. Das ist auch nicht die einzige coole Sache. Es gibt noch etwas hier drin. Und zwar einen kleinen Kumpel, der sehr klein ist, aber wirklich knuffig. Passt mal auf. Da vorne, guck mal. Ein Saugrobi. Der glätzt, tut uns hier gerade den Boden ein bisschen wachsen. Oder sauber machen, je nachdem kann man interpretieren. Und er kann sogar wirklich Items hier sauber machen. Also sprich, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen was hinwerfen. Schlupp. Sammelt er es einfach auf. Dann dreht er jetzt hier so ein bisschen seine Runden, verschwindet später wieder in der Wand. Ja, genau. So hat man dann in der Aula der Schule so ein bisschen mehr Freie, also oder nicht Freiraum, ein bisschen mehr Sauberkeit. Man kennt ja so, wie sich Schüler hier Essen zeigen und sowas hinterlassen. Hier drin hat man die Uhr auch nochmal, also sprich, man kann sie von hier drin auch nochmal anschauen. Ne? 6 und 12, ich denke bestimmt, hä, da muss doch eigentlich 3, 6, 9, 12 sein. In Minecraft ist die Zeit anders, müsst ihr ja bedenken. Und zwar ist dieser Bereich hier Tag und der obere Bereich ist Nacht. Deswegen ist das jetzt so angezeigt. So, genau, dann können wir weitergehen. Und zwar habe ich hier mal ein Klassenzimmer geplant. Hier kommt dann eine schöne Scheibe rein. Tische, Stühle, Licht, Tafel. Ganz klassische Räume. Die werden vielleicht noch so Secret-Dialoge haben. Mal schauen. Und da hat hier der liebe Terminator auch noch einen Klassenraum geplant. Das sollen irgendwie schon die Tische sein, obwohl ich eher finde, naja, ne, sind eigentlich wirklich Tische. Aber naja, trotzdem finde ich mit den Bücherregalen schon eine geile Idee. Licht geplant, keine Ahnung, was das hier werden soll. Ich denke mal, es wird vielleicht Lautsprecher oder so. Na, mal schauen. Dann kommt hier das Treppenhaus hin und da kann man nämlich hier oben dann auch später langlaufen. Ich finde das ist irgendwie cool, da kann man von hier oben runter gucken. Oben hat man da so ein bisschen so ein Dachfenster. Wird natürlich alles noch schön designt. Und ja, hier kommt das Sekretariat und hier drüben noch die Cafeteria. Genau, so, dann wäre es doch erstmal für die Schule. Genau, Robby. Ne, bis gleich. Dann gibt es eine Neuigkeit und zwar hier vorne neben der Lotterie. Und zwar seht ihr schon ein bisschen Gewinnchance, Gewinnausgabe, bla bla bla. Das war ja schon vorher da, aber leuchtet jetzt natürlich ein bisschen mehr, ne? Genau, dann können wir mal reingehen. Teleporter zum Hotel. Da musste ich den Vortex mit nutzen, das heißt, ihr werdet gleich schon merken, das hat ein bisschen Ähnlichkeit. Naja. Oh je. Yeah. Ich mag diesen Effekt echt gerne. Reisen durch die Zeit. Huch.
Ja, guck mal, war gerade noch ein bisschen schwummrig. So, genau, dann sind wir hier rausgesprungen. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt hier an. Hier wird einfach die neue Geisterbahn. Da war vorher das alte Berghotel, was noch nicht so wirklich gerade aussah. Und hier kommt jetzt das neue Berghotel rein. In den Berg, denn ich finde, der hat wirklich viel mehr Potenzial. Vor allem hier oben oder so an manchen Stellen, zum Beispiel hier an den. Ja, Klippen sagen wir mal so. Gut, dann, genau, können wir kurz unser Schnellreisebuch gucken. Die Bank haben wir noch. Und zwar hat die der liebe Docker komplett gebaut. Er hat das übernommen. Und ja, das können wir uns mal kurz anschauen. Hier drüben gibt es dann zur Einzahlung. Ihr seht, wenn man hier drauf geht, erscheint hier so eine Barriere, die kann man nicht zerbrechen. Und wenn man Tab drückt, sieht man seinen Kontostand. Ich habe jetzt gerade 322.340. Wir können uns mal ungefähr, nehmen wir mal so nochmal 13 Emeralds, packen die rein und ihr werdet sehen, die Technik funktioniert nicht. Cool. Weil Terminator daneben steht. Jetzt hat er all unser Geld genommen. Na egal. Nicht so schlimm. Dann hier drüben kann man sein Geld abheben. Also sprich, entweder hebt ihr eins ab, dann seht ihr auch oben, euer Kontostand wird weniger. Oder ihr hebt 10 ab. So in 10er Schritten. Genau, wird dann hier unten auch nochmal angezeigt. Dann kann man mal hier hinten reingehen. Dann geht es hier rechts zum ersten Tresor. Nicht sehr spektakulär, einfach nur ein bisschen viel Lagerung. Weiter oben ist dann hier ein kleiner Abteil für Büros. Werden vielleicht auch noch ein paar Soundkulissen mit einbauen, damit es einfach ein bisschen atmosphärischer wirkt. Noch weiter oben ist dann der Herr Direktor Poffenreuther mit seinem Hund Vulpix. Grüße gehen raus an Wolfi. Und genau, können wir mal reingehen. Er ist nämlich gerade nicht da. Und ja, ihr seht, ein sehr klein, ja, gemütliches, eingerichtetes Büro mit Blick auch ein bisschen auf die Stadt. Und ja, das reicht eigentlich vollkommen aus. Wir haben noch das Aktenlager mit zwei Keycards für die Tresore. Den zweiten Tresorschlüssel kann ich mal kurz mitnehmen. Den brauche ich nämlich mal eben unten. Genau. Denn es geht jetzt sehr weit nach unten. Und hier noch weiter nach unten. Bis wir dann hier unten schlussendlich beim Tresor sind. Warum ist der Tresor offen? Oh! Ja, okay, er hat es gesehen hier. Sobald man die Keycard in der Hand hält, geht das Tor runter und man kann hier in den großen Geldspeicher. Für mich wirklich so eine kleine Anlehnung an DuckTales, finde ich. Hat der Dogcraft echt gut hinbekommen. Ja. Gut, was gab es noch? Kraftwerk, Hotel, Kirche, genau. Kommen wir zum Kraftwerk. Ich habe anscheinend die Tunnel ausgebaut. Okay, gut. Hier wird einfach ein großes Kraftwerk entstehen. So ein Atomkraftwerk an dieser Stelle hier. In dem haben wir sogar so ein bisschen radioaktiv verseuchten Fluss. Echt schöne Detailarbeit. Genau. Wir haben noch nicht so wirklich einen Plan, wie das aussehen wird, aber ich sage euch schon mal jetzt, es wird sehr viel mit Animationen und Comments und vielleicht sogar einer kleinen Storyline eingebaut. Habe ich mir so überlegt. Storyline unter dem Aspekt, man kommt rein, bekommt eine Endrod zum Beispiel als Brennstab und dann wird man so gefragt, hey, komm mal hier rüber. Wir brauchen dich, der Reaktor geht sonst hoch, wir brauchen diesen Brennstab. Du musst den Brennstab dann platzieren und so weiter. Genau. Dann überlege ich gerade, gibt es sonst noch irgendwas Neues oder geupdatetes? Nicht wirklich. Ach ja, genau. Dann würde ich sagen, können wir mal jetzt in den Credits reinschauen. Haben da ein bisschen, ja, sind schon noch zwei bis drei Leute dazugekommen. Ja, wir sagen, schauen wir uns das doch mal an. Hier kommt dann noch so ein kleines Logo hin, aber lassen Sie es erstmal runtergehen. Wir unten so ein kleines Nordblock-Spiel. Da sitzt der hier die ganzen Amos-Serien angucken. Baut sich jetzt halt ein neues von weiter auf. Das seht ihr dann alle. Da gibt es noch ein Secret. Das zeige ich aber erst in der nächsten Folge. Genießt die Musik.
Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge.